Hallo zusammen, ich habe eben mit meiner Krankenkasse telefoniert und weil ich Geld brauche, lese ich noch ein bisschen weiter. Medikamente im Test, Bluthochdruck mit großem Ratgeberteil von der Stiftung Warentest. Ich bin angekommen auf den letzten Seiten. Das Buch wird jetzt gleich enden und zwar auf der Seite 151. Es gibt Adressen mit noch mehr Informationen, zum Beispiel die Deutsche Herzstiftung, die Deutsche Hochdruckliga, www.gesundheitsinformation.de, www.patienteninformation.de. Dann gibt es Downloads, die hier aufgeführt werden. Woran erkennt man eine gute Arztpraxis? Checkliste EZK Schriften 43, 4. Auflage, Version 1, Berlin 2015 zum Beispiel. Sowas wird da aufgeführt. Ja, und dann ist das Buch zu Ende. Sichere Arzneimitteltherapie, Medikamente sicher einnehmen. Download auf www.patienten-informationen.de. Ist sicherlich vielleicht ganz gut, wenn das hier empfohlen wird. Prikusliste potenziell inadäquater Medikamente für ältere Menschen. www.prikus.net ist auch ganz gut bestimmt. Ja. Ja. Das waren eigentlich die wesentlichen. www.herzstiftung.de gibt es auch noch. Und www.hochdruckliga.de. So, wie gesagt, ich bin angekommen auf den letzten 1, 2, 3 Seiten. Ich befinde mich im letzten Kapitel, dem roten Kapitel, das heißt Medikamente bewertet und der Abschnitt heißt Therapie im Überblick. Hoher Blutdruck zusammen mit Herz- oder Nierenerkrankungen sowie Diabetes. Die nachfolgenden Blutdruckmittel haben eine spezielle Einschätzung, wenn sie für Menschen mit Begleiterkrankungen verordnet werden, oft in Form von Kombinationen. Und es geht los mit ACE-Hämmern. Und da werden genannt Benazepril, Captopril, Cilazapril oder Kilazapril, Enalapril, Fosinopril, Lisinopril, Perindopril, Quinapril, Ramipril, Trandrolapril, geeignet bei hohem Blutdruck. Die sind grün. ACE-Hämmer sind Mittel der Wahl, wenn zusätzlich zum hohen Blutdruck eine Herzschwäche vorliegt. Bei Menschen mit Diabetes tragen die Mittel dazu bei, Nierenschäden zu verhindern. Bei chronischen Nierenerkrankungen mit vermehrter Eiweißausscheidung im Urin können ACE-Hämmer bewirken, dass sich die Organfunktion auf Dauer nicht weiter verschlechtert. Dann geht es weiter mit Thiazide und thiazidartige Diuretika. Chlortalidonhydrochlorthiazid Idapamid, geeignet bei hohem Blutdruck, und Xipamid, geeignet bei hohem Blutdruck mit gleichzeitig eingeschränkter Nierenfunktion. Beide grün. Wenn zusätzlich zum Blutdruck eine Herzschwäche besteht, werden Diuretika eingesetzt. Bei deutlich eingeschränkter Nierenfunktion müssen statt der Thiazide Schleifendiuretika oder auch der Wirkstoff Xipamid verordnet werden, weil Thiazide in dieser Situation zu wenig Flüssigkeit ausschwemmen. Schleifendiuretika, Furosemid, Biretanid, Torazemid, und die sind geeignet bei hohem Blutdruck, wenn die Nierenfunktion eingeschränkt ist. Die sind auch grün.
Schleifendiuretika schwemmen mehr Flüssigkeit aus als Tiazide. Sie sind bei eingeschränkter Nierenfunktion sinnvoll, bei normaler Nierenfunktion dagegen wegen ihrer kurzen Wirkdauer wenig geeignet. Also Schleifendiuretika bei eingeschränkter Nierenfunktion. Dann geht der nächste Fall zu 2-Diuretika. Da stehen Bendroflumetiazid und Amylurid, Hydrochlorothiazid und Amylurid, Bemetizid und Triamethyrin, Hydrochlorothiazid und Triamethyrin. Die sind geeignet bei hohem Blutdruck, wenn durch Thiazide verursachter Kaliumverlust begrenzt werden soll. Zu Kaliumverlust immer wieder gerne empfohlen. Arsen und Spitzenhäubchen. Die sind grün. Durch Thiazide, Bendroflumethiazid, Bemetizid, Hydrochlorothiazid wird vermehrt Kalium mit dem Urin ausgeschieden. Kombination mit kaliumsparenden Diuretikern wie Amylurid oder Triamteren können diesen Verlust begrenzen. Hydrochlorothiazid kombiniert mit Amylurid verschlechtert zudem den Zuckerstoffwechsel nicht, was bei Hydrochlorothiazid alleine vorkommen kann. So, dann 2-Diuretika Xipamid-Triamteren. Geeignet bei hohem Blutdruck, wenn der durch das thiazidartige Diuretikum Xipamid mögliche Kaliumverlust begrenzt werden soll. So, grün. Soll der auch durch Xipamid mögliche Kaliumverlust begrenzt werden, ist die Kombination mit dem kaliumsparenden Diuretikum Triamteren sinnvoll. Der nächste Fall geht zu Sartane. Als erstes werden genannt Candesartan, Eprosartan, Irbesartan, Losartan, Telmisartan, Valsartan. Geeignet bei hohem Blutdruck, wenn ACE-Hämmer zum Beispiel wegen chronischen Reizhustens nicht vertragen werden. Die sind alle grün. Sartane sind den schon längst bewährten ACE-Hämmern wahrscheinlich gleichwertig. Ein Langzeitnutzen ist aber bislang nicht bei allen Sartanen gleich gut untersucht und belegt. Kommt es unter der Behandlung mit ACE-Hämmern zu einem unangenehmen Reizhusten, können alternativ die als geeignet bewerteten Sartane eingesetzt werden. So, ein weiteres Sartan ist Acilsartan. Das ist hellgrün. Auch geeignet bei hohem Blutdruck, wenn ACE-Hämmer zum Beispiel wegen chronischen Reizhustens nicht vertragen werden. Noch wenig erprobtes Mittel. Acilsartan ist als auch geeignet eingestuft, weil es erst wenig erprobt ist und kein Zusatznutzen gegenüber den bewährten und als geeignet bewerteten Sartanen belegt ist. So, dann geht es weiter zu einem weiteren Sartan. Olmesartan, das ist gelb und mit Einschränkungen geeignet bei hohem Blutdruck, wenn ACE-Hämmer zum Beispiel wegen chronischen Reizhustens nicht vertragen werden. Olmesartan wirkt nicht besser als andere Sartane, es gibt aber Hinweise auf eine schlechtere Verträglichkeit. Dass Olmesartan vor den Folgen von hohem Blutdruck mindestens ebenso gut schützt wie andere Sartane, ist nicht belegt. Andererseits sind bei Langzeitanwendung häufiger schwere Durchfälle aufgetreten, bei denen sogar ein Krankenhausaufenthalt notwendig wurde. Hinweise auf Schadwirkungen wiegen bei einer unklaren Einschätzung des Nutzens besonders schwer. So, und dann geht der Fall zum Beta-Blocker. Atenolol, Bisoprolol, Carvedilol, Metoprolol, Nebivolol.
geeignet bei hohem Blutdruck, wenn zusätzlich eine koronare Herzkrankheit oder eine Herzschwäche vorliegt. Übrigens zum Thema Beta-Blocker auch sehr schön, Arsen und Spitzenhäubchen. Ist ein Film. Der Beta-Blocker Atenolol, Bisoprolol, Carvedilol, Metoprolol, Nebivolol sind geeignet, wenn zusätzlich zum hohen Blutdruck die Herzkranzgefäße verengt sind, in Klammern koronale Herzkrankheit. Dies ist häufig bei Diabetikern der Fall. Die Mittel gelten auch als Mittel der Wahl, wenn sich ein Herzinfarkt ereignet hat oder in Kombination mit anderen Wirkstoffen wie ACE-Hämmer und Diuretika, wenn zusätzlich eine Herzschwäche besteht. Sie senken den Blutdruck und die Herzfrequenz. Die Herzinfarktrate und die schwerwiegende Herzrhythmusstörung nehmen ab. So, ich würde sagen, das war's. Wirksame Medikamente sind der Schlüssel für eine erfolgreiche Therapie, steht hier hinten dran. Und das ist das Buch, das ich vorgelesen habe. Damit bin ich durch. Tschüss.